Herzlich willkommen, Leute. Hier sind eure Gamer Neighbors mit einer weiteren Folge Paladins und unseren Lieblingsmodus tatsächlich. Eroberung! Ja, Mann. Und skill dich jetzt bloß nicht falsch. Sonst hau ich dich. Und ja, ich wieder mit meinem Main Champion hier unterwegs. Hüpf hier gekonnt im Kreis. Boah, diese Animation. So, ich lebe. Nehme ich hier ein bisschen trainieren. Naja, den M trainieren. Fällt dir ja auch erst jetzt auf, ne? Bam, 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 bam. Schon mal das Game gespielt. So, wie gesagt, deine Aufgabe ist es, mich zu deffen und meinen Geschützen. Nö. Halt's mal, du musst. Ich gehe und töte die gegnerische Sky. Haben die auch? Ne, die haben keinen Geschütztypen. Oh, ganz links und ich laufe so rechts rum. Es gehört der Tag. Hui! Oh, die ist oben rechts, oh nein. Oben rechts ist diese scheiß Zauber-Tussi, ne? Oh, alter Fuck. Unsere. Oh, der merkt das nicht, dass hinter ihnen die Assassinin steht. Was für ein Typ. Ich erledige das! Ich erledige das! Und mach mal. Oh. Das hat's mich erwischt. Wir haben einen Triple Kill gemacht. Nice. Aber ich bin auch gestorben. Sind so viele Gegner hier gerade. Das wird echt. Oh nein, bitte nicht. Ich bin so gut wie tot. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ihr müsst euch voll beeilen. Doch weh. Ich weiß nicht, wie lange ich mit meinen Geschützen das. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. Komm schon. Hoffentlich werde ich nicht verfolgt. Oh doch, hinter uns, hinter uns. Oh, ich hab sie. So, jetzt muss ich unbedingt mein Turret Shield anmachen. Damit ich mich neben meinen Turrets heilen kann. Das ist hier in dem Modi so wichtig. Wieso geht keiner in den Punkt? Doch, gehen sie doch jetzt. In den Punkt. Achtung, Bombe. Okay, den Punkt haben wir, dann hau ich mal hier gekonnt ab. Oh lol. Hilfe, von wo? Von wo denn? Ach, da oben. Ist die dumm. Steht die da oben und schießt die ganze Zeit da rein. Das macht die alle fertig, Mann. Alle mal eine Kugel. Wir sind richtig on fire hier. Der ist hinter dir, Fabio. Kommt die andere Damage-Dealerin. Hinter dir. Ich schieß rüber, aber ich treff nicht. Mein Geschütz schießt auch auf. Ich hab sie. Boah, mein Geschütz. Du? Oh, dein Geschütz hat die weggeballert. Ja, ich bin mir sicher. Also ich. Ja, nein, nein, du hast die Kill gekriegt mit deinem Geschütz. Na, ich muss gar nichts für meine Kills machen, Alter. Toll. Was war das denn jetzt? Boah, ich bin low AP. Bin mal eben aus dem Fight raus. Oh, hinter mir. Oh lol. Ich flankiere die. Irgendwo hinter uns, ich bin mir gerade nicht sicher, ey. Oh, da will der Tank echt rein. Meine Geschützen gefettet. Aber irgendwo hinter uns! Ich krieg gerade zu viel, die kümmert sich um meine Geschütze. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, yo, hinter uns. Hier hinten läuft eine mit Low Life. Oh, mein Aim reicht gerade nicht dazu. Okay, die haut ab. Nein, oh doch, irgendwer hat sie. Nice. Da hinten hier einnehmen. Das ist der Vorteil, du kannst es sogar als Unsichtbare einnehmen, ne? Oder ja. Zumindest auch die Gegner abflachsen. Boah, das wäre hat sich mit 1 HP weggeportet, ne? Das wäre zum Beispiel dann auch so eine Möglichkeit für ein anderes Bild von mir, weil ich könnte mich zum Beispiel dann auch darauf konzentrieren, mal mich so zu skillen, dass ich länger an Unsichtbarkeit bin und sowas und dann einfach unsichtbar in dem ganzen Zeit da drin stehen. Ja, ja, das hatte ich auch schon mal im Match, da hat das ein Gegner gemacht, das war ziemlich nervig. Ah, oh, da sind sie beide und ich werde natürlich als erst gesehen. Oh, da sind sie zu dritt. Also jetzt rein hier.
Solange die, der Damage auf mich liegt. Nice. Gegenüber ist die Damage-Dealerin. So, haben wir hier Level Up. Haben wir den? Oder haben die den? Haben die den? Scheiße, die ziehen uns gerade ab, ne? Lol, die haben den echt bekommen. Ja, ja, und die nächsten kriegen sie jetzt auch, weil wir alle viel zu weit weg sind. Scheiße. Wie wissen die das denn jetzt? Ja, den Punkt kriegen wir nicht mehr. Okay, scheiß drauf. Bleiben wir einfach. Suchen wir uns auf den nächsten zu holen. In der Mitte habe ich ein Geschütz, hier hinten steht auch ein Geschütz von mir, also ich habe jetzt an beiden Punkten Geschütze. Alter, aber die gegnerische Ivy, die ist übelst gut. Ja. Die weiß, was sie macht, ey. Und mein Geschütz ballert, ich stehe hier hinten, falls es nicht die Mitte sein sollte. Doch, es ist die Mitte. Enemy Killing Spree, was macht ihr denn da? Ja, das ist die Dingens. Die Ivy, die macht die fertig irgendwie. Ja, jetzt sind hier keiner in der Mitte, alle tot. Wir losen jetzt echt noch das Game, obwohl es am Anfang so gut lief. Das ist leider auch, was leider viel zu häufig passiert, dass man echt, ja, jetzt bin ich auch tot, die Assassinen kommen mich um zu holen. Jetzt leider, wir werden diese Folge natürlich hochladen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das wird ein Lose, weil das ist dieser Punkt, wo unser Team bis zum gewissen Level gut spielt, aber dann schlecht, weil ein Gegner vielleicht jetzt sein Bild erreicht hat, mit dem er vielleicht Damage macht oder so, wie es jetzt wohl der Fall ist. Und ja, dann war es das jetzt für uns. GG. Ich bezweifle, dass wir es jetzt ansatzweise noch kriegen, weil unsere ganzen Teamkameraden jetzt nur noch am Sterben sind. Oder wieder AFK in der Base hocken. Ich wette mit dir, der Punkt ist wieder ganz rechts und die Gegner sind da alle. Ah, hinter uns kommen sie schon alle. Ah, und da. Ja. Und können nichts machen. Die sind hier zu viert und wir sind hier weniger, weil unsere Leute AFK sind oder schon tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Brauchen halt alle viel zu lange und die verfolgt mich jetzt bestimmt. Ja, hinter mir. Die ist hier bei mir, Fabio. Ich brauche hier so dringend Hilfe. Fabio, wo ich bin, bitte komm hier hin. Ey, sorry, ich kümmere mich jetzt hier um den Punkt. Sonst verlieren wir das Game. Verlieren wir so oder so. Ja, aber was machen wir... Ach, keine Ahnung. Aber oben auf dem Dach, guck mal, oben auf dem Dach, siehst du die? Ja, ich sehe die, aber ja, da kann die... keiner hin. Ja, das aber da muss man raufschießen. Umso mehr hier drin stehen, umso schneller nehmen wir den Punkt hier auch ein. Nice, die ist tot, bevor sie irgendwas machen konnte. Jetzt macht er seinen Totem, also den Punkt haben wir auf jeden Fall. Oder auch nicht, wollen die den echt jetzt noch hier haben? So, ich hau jetzt hier ab. Ich werde verfolgt, Fabio, bitte, bitte, bitte. Wo bist du denn? Hinten, hinten, hinten. Ah, shit, das schaffe ich nicht. Ja, ah, fuck, warum kämpft ihr denn noch alle mit denen? Ich check's nicht. Und die kämpfen immer noch, denn du bist jetzt der Einzige, der in der Mitte ist. Und wahrscheinlich kämpfen die sowieso schon seit einer halben Stunde nur gegen zwei Gegner. Sowas sollte man auch nicht machen. Zu viel, also sag ich, das auch. Was Leute. Macht die für einen absolut kranken Schaden? Okay, ich habe sie auch getötet, aber what the fuck? Die so. Eevee weiß auf jeden Fall, wie man spielt. Ja. Ihren Charakter. Ja, den Mittelpunkt verlieren wir jetzt auch. Er läuft rückwärts gegen eine Wand, der Schlaumeier. Er läuft rückwärts gegen eine Wand. Ja, ich krieg gerade hier auch so viel Damage. Oh mein Gott, irgendwoher kriege ich hier wieder Damage. Ach, gegenüber, da kommt schon wieder diese scheiß Klon-Tussi, ey. So, meine Geschütze sind jetzt voll ausgebaut. Aber die macht auch Freeze-Damage, das ist so nervig. Ey, wir müssen da jetzt so dringend... rein. Hinter mir.
Ich werde schon wieder, und da hinten ist sie. Wo ist die denn? Von wo werde ich hier permanent angehittet? War da oben, da oben. Ich bin tot. Unser Team macht nichts. Mann, diese Ivy, die carryt das so hart, weil die einfach immer auf so Stellen geht, wo man... Fuck, das ist krank. Ja, das Game packen wir nicht mehr. Unser Team ist zu doof dafür, die auszuschalten. Wir haben zwei Damage-Dealer. Ne, wir haben sogar, ja doch, zwei Damage-Dealer im Team. Du und die andere. Aber die andere scheint nicht zu checken, was sie machen muss. Nämlich die anderen Damage-Dealer ausschalten. Ja, guck ihre Punkte an. Die hat 400 Punkte. Ja, ich bin jetzt hier wieder tot. Ich bin hier in der Mitte alleine. Die kümmern sich jetzt alle hier um mich. Aber ich weiß noch nicht, warum alle nach links gehen. Das war sowas von klar, dass der Punkt jetzt so als letztes nach rechts geht. Das Game ist over. Wieso geht ihr nach links? Och, ja. Ja, das war's. Das war's. Naja, bis ihr da seid, haben sie den Punkt schon. Ja, Leute, es ist zwar mein Lieblingsmodi, aber wenn man wieder ein Team hat, was nicht andersweise checkt, was es machen soll, ist es dann auch schon wieder vorbei. Also wir müssen jetzt hier alle rein. Und natürlich kämpfen die eine halbe Stunde gegen die Eevee. Die kämpfen eine halbe Stunde gegen die Eevee. Auch weg. Und wir sind die einzigen beiden wieder hier drin, weißt du? Weil die wieder zu dritt hinter einem Gegner herrennen müssen, weißt du? Ja, macht doch Sinn, oder nicht? So, jetzt dürfen wir auch hier nicht zu lange kämpfen. Wir müssen sofort abhauen. Bloß nicht kämpfen, weil die sofort zum nächsten Punkt rennen und den einnehmen. Jetzt kommt es drauf an. Ich bin eh gestorben. So, ja, dann jetzt fighten die da wieder wie die letzten Vollidioten. So, ich baue hier schon mal schnell in der Mitte ein Geschütz auf. Ja, es ist die Mitte. Mitte. Boah, und hier sind schon alle. Hinter uns ist er dreht sich nicht um. Er dreht sich nicht um zur Hölle. Man kann die nicht töten! Ja, weil es ja fünf Stück sind. Hinter mir schon wieder. Die knockt mich andauernd aus. Es ist so heftig. Wieso kümmert sich keiner um deren Damage-Dealer? Ja, das war's jetzt. Die sind da zu dritt. Und unsere Damage-Dealerin geht nicht rein. Die guckt lieber nur zu. Ja, das war's. Er geht jetzt. Er versucht jetzt nochmal sein Glück. Ihr müsst sofort rein. Du musst auch unsichtbar rein. Du musst einfach daneben opfern. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Bloß nicht sterben. Wie sie da hinten steht, ey. Ich baue schnell mein Schild hier auf. Die ist oben links von uns übrigens, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Wie keiner den packt. Ich bin jetzt gleich schon wieder tot, weil keiner... Jetzt ist die ja oben rechts. Oben rechts. Und keiner kümmert sich um die. Es ist so krank, ne? Ach, scheiße. Jetzt ist die Damage-Dealerin schon da und ich bin auch jetzt so gut wie tot. Ich versuche rein. Ich muss machen. So, ich bin jetzt drin mit meinem 1 HP und bin tot. Die geht nicht rein. Die steht da wie unsere Damage-Dealerin und geht nicht rein. Ja, jetzt ist sie auch tot. Das war's. Ja. Mann. Fuck. Das ist es wieder, Leute. Man reißt sich hier den Arsch auf und hat solche Vollspackos im Team, die wieder nichts verstehen und nichts können. Und so ziehen sie wieder das ganze Team runter. Ist schade. Ist nun mal so, hey, immer ein Level up. Eine blaue Kiste, gucken wir gleich mal rein. So, jetzt will ich aber mal gucken, ja. Ich habe 77k Damage, du hast 84k Damage. Wir haben die meisten Damage. Wir beide auch so gesehen, fast die meisten Kills. Ja, unsere... Oh, Cassie, ne? 13 Tode, 10 Kills. Steht die ganze Zeit nur hinten und macht nichts und stirbt. Das ist so sinnlos, aber egal. Guck dir den Schaden von der Eevee an, Alter. 126.000k, ist so krass. Ich weiß doch, glaube ich, jetzt wieso, weil ihre Ulti, hinterher war das nämlich so krank, nämlich ihre Ulti macht 40% mehr Schaden, wenn die nur ein Ziel angreift. Ja, schon krass. Und dann auch noch 50% Chance, einen Gegner einzufrieren und Damage zu machen. Ja, das ist so krank. Und ja, und dann auch noch die Schüsse von ihrer Slown-Gegner für 5%. Und stackt sich hoch und ihre Höhe, Range increased bei 100%
Und dann ist sie immer auf irgendwelche so hohen Punkte gegangen, wo keiner außer ihr hin kann, ne? Das war so krank. Ja, das ist sowieso, dass alle, die jetzt Eevee spielen, machen das. Aber wie gesagt, wir hätten es packen können, es war ein knappes Match. Aber leider hat sich unsere Cassie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nur die Cassie. Der Gronkh ist reingegangen, die Rookus ist reingegangen, wir beide sind reingegangen. Nur die Cassie stand permanent nur hinten und hat versucht, Kills zu machen. Und besonders, die ist eine von diesen Spielern, das sage ich euch auch, Leute. Seid doch nicht zu dumm und stellt euch direkt vor den Gegnern und versucht, die zu töten. Ihr müsst die umspielen, ihr müsst hinter die kommen, von der Seite kommen und die austaken, ausnocken. Und nicht wie die frontal vor die hinstellen da oben und einfach von dort aus schießen. Das ist sinnlos, das bringt niemandem was. So, jetzt machen wir mal hier die schöne blaue Truhe auf. Da kommt nämlich der fetteste Loot raus. Rare! Aha, viele doppelte Sachen wieder. Guck ich mal, ob ich was craften kann. Oh, kann ich sogar eine blaue. Rare. Habe ich sogar noch nicht. Und eine grüne kann ich auch noch. Okay, sieht ganz interessant aus. So. Ja, Leute, das war es auch wieder mit der Folge. Es war leider ein knappes Match. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, wenn euch das Spiel gefällt, schaut mal unten in den G2A-Link rein. Da kriegt ihr einen Beta, Closed-Beta-Zugang für 1 €. Kann also nicht schaden und lasst auch einen Daumen nach oben da oder abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall richtig doll freuen und shattert dann auch nächstes Mal allen bei uns, den Gamer Neighbors, zu einer weiteren Folge Paladins. Haut rein, Leute. Haut rein.